Hallo Leute und willkommen zu einer weiteren Folge GTA 5 Tuning. Und ja, bevor wir anfangen, will ich euch nur frohe Weihnachten wünschen und euch darauf hinweisen, dass ich als kleines Weihnachtsgeschenk einerseits aus jeder Serie heute ein Video hochgeladen habe. Sprich, auf dem Kanal findet ihr eine neue Folge GTA 5 Mods, GTA 5 Tuning, GTA 5 Mods Tuning, GTA 5 LSFTFA und aus Gründen, da ich da noch eine Mod fixen muss, noch nicht BMG 666, dafür aber eine neue Folge Dirt Rally und ein kleines Weihnachtsvideo, in dem es auch was zu gewinnen gibt für euch. Ist ganz simpel. Und ja, dann, was gibt es denn heute für einen Wagen zum Tune? Wir haben heute einen Wagen aus dem Executives and Other Criminals DLC, das ja neu ist, und zwar haben wir den Imponte Nightshade. Ja, bei dem Wagen bin ich ein bisschen zwiegespalten, ob das ein hübsch ist oder nicht. Er hat gute Ansätze, aber irgendwie ist er dann doch wieder hässlich. Und, ja, so sieht er aus. Aber mal sehen, vielleicht können wir irgendwie was rausholen, vielleicht können wir irgendwas verbessern, was ihn dann doch noch zu einem schickeren Wagen macht. Auf jeden Fall eine sehr große Tür hier bei den Fenstern. Andersrum, sehr große Fenster bei den Türen hier. So sieht er aus und so hört er sich an. Gucken wir mal, was wir denn so tun können. Einmal rein. Ach, und übrigens, falls ihr für Mods-Tuning euch interessiert und also fürs Tuning von echten Autos, beziehungsweise von echten Autos in GTA, also halb echten Autos, eher gesagt, wir haben dieses Mal einen 2002er Nissan Skyline GTA R34 getuned. Ist vielleicht was für euch. Gut, aber wir sind jetzt beim Imponte Nightshade Panzerung 80. Bremsen, natürlich die Sportbremsen, Stoßstange. Mal sehen. Serienmäßige Frontstoßstange oder breiter Frontsplitter. Frontspoiler. Na, da bleiben wir, glaube ich, am Standteil. Heckstoßstange, könnten wir eine Wheelie-Bar hinzufügen. Puh, generell, naja, mag ich eigentlich Wheelie-Bars nicht so bei den Autos, zumindest nicht, wenn man die normal fährt. Eher Meisterversion 3 natürlich. So, Auspuff, serienmäßiger Auspuff oder Auspuff mit Seitenauslass. Das hat eben das Heck irgendwie noch kleiner aussehen, wenn wir die auspuffroten Seiten machen. Also lassen wir das mal hinten. Kühlergrill, komm, da können wir es verändern. Siebenmäßiger Kühlergrill, offener Chromkühlergrill, Sportkühlergrill oder Chromkühlergrill. Bleibt auch so. Motorhaube, Hochleistung, Lufteinlass, Ansaugtrichter oder Schweinsaugtrichter. Dann haben wir die Hochleistungs hier. Und dann haben wir Lufteinlass. Nein, aber Hochleistung. Ist schöner. Ja, das da, Hupe bleibt, Scheinwerfer, nehmen wir die serienmäßigen Scheinwerfer. Frontheck und Seiten, nö, keine Neons. Und dann Nummernschild, bleiben wir bei dem. Lackierung, Primär. Okay, da können wir das so machen. Und Chrom oder hier können wir auch noch Chrom machen. Mal gucken, ich hatte da eine ganz gute Vorstellung eigentlich. Mal, können wir so eine matt schwarze zum Beispiel machen. Metalle müssen wir auch nochmal aufwählen. Klick, klick. So sehen die aus. Hier Chrom wäre so, matt-schwarz wäre so, Metallic, Metalle. So, wenn wir jetzt hier so einen Metallic-Gelb reinhauen, wie sieht das aus? Hat was, aber ich weiß nicht. So ein Renngelb, das ist ein bisschen. Das ist zwar nicht dezent, aber es passt vielleicht besser als das Gelb. Ist schwer. Animus Renngelb, glaube ich. Oder wir können natürlich ein Mattgelb nehmen. Vielleicht passt das auch besser dann. Zum Look. Ja, ich würde sagen, das passt besser hin. Mattgelb nehmen wir da. So, Mattgelb. So, Überrollkäfig, kein Überrollkäfig oder den Überrollkäfig. Nimm mal den Überrollkäfig. So, Spoiler, keiner niedriger Spoiler. Schön viele Spoiler. Ein Dragster Spoiler. Entenschwanz Spoiler oder ein Stockerflügel. Entweder den niedrigen Spoiler oder den Entenschwanz Spoiler. Ich hab den mit dem Entenschwanz Spoiler. Der lässt das nämlich. Weil das Heck ist viel zu klein irgendwie. Das brauchen wir ein bisschen größer. So. Ein Slammer ein bisschen zum Boden. Hier mit der Sportfederung. Ja, Getriebe, Renngetriebe. Turbo kommt natürlich hier rein. Reifen. Nehmen wir Muscle Car.
Also dickere Reifen auf jeden Fall. Muscle Freaks sehen noch ganz nett aus. Wobei hier die Crackers, die passen auch ganz gut. Wir sind sehr selten bei diesen Reifen unterwegs, bei den Felgen. Ich sehe, ich will die ganzen Namen kaum kenne. Nehmen wir die Crackers, die gefallen mir. Felgenfarbe nehmen wir. Können wir ein Schwarz nehmen? Wie sehen gelb aus? Schwarz sah auf jeden Fall ganz gut aus, aber gelb will ich auch nochmal ausprobieren. Dann Orange, hier so ein leuchtender Orange. Dann nehmen wir uns das mal und dann will ich mal gucken im Vergleich. So, es fügt einen ganz guten Kontrast eigentlich hinzu. Reifen. Reifenmuster. Nehmen wir die nicht genau, wobei. Das lässt den eben weniger clean aussehen. Nein, nehmen wir nicht. Reifenverbesserung, schussige Reifen, Reifenqualm. Nehmen wir einen orangen Reifenqualm. Oder nee, nehmen wir einen. Gibt es keinen gelben? Doch, weil der orange ist sehr orange, soweit ich weiß. So, Fenster. Nehmen wir hier schön dunkles Rauchglas. Und dann haben wir ihn fertig, unseren Impound the Nightshade. Auf jeden Fall, ich denke, da gibt's. Aber wir hätten vielleicht doch das Orange nehmen sollen. Ich denke, bei denen gibt es im Endeffekt ziemlich viele mögliche Tuning-Optionen. Also man hätte ihn in viele Richtungen tunen können, man hätte ihn auch in Blau lassen können, was eigentlich ganz gut aussah. So Metallic Blau. Sorry. Und ja, auf jeden Fall. Wir sind mal in Richtung matt schwarz und matt gelb, also orange gegangen. Was denke ich auf jeden Fall auch nicht schlecht aussieht. Wie gesagt, eure Meinung interessiert mich wie immer. Also schreibt mal in die Kommentare, wie findet ihr den getunten Wagen? Und ich meine, vielleicht haben ja einige von euch schon den neuen Wagen. Und wie habt ihr den getunt? Das würde mich auf jeden Fall sehr, sehr interessieren. Und ja, eigentlich, das war's dann auch schon mit der heutigen Folge. Wenn es euch gefallen hat, würde es mich natürlich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lasst. Denkt dran, auf dem Kanal findet ihr das Gewinnspiel und die anderen Videos von heute. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Euer GCG. Ciao.